So, hallo, herzlich willkommen hier bei einem weiteren Splatoon-Video bei Kipsuonova. Mein Name ist Flavo und es geht auch schon los, rein voll in die Tinte. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht, es ist gerade bei mir hier Abend. Und auch ganz schön warm. Na, wie warm ist es bei euch? Hat es bei euch auch schon gewittert oder so? Ach, ihr seht, ich rede nur Stuss. Ich war das ganze Wochenende, habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock gehabt, groß Videos zu machen oder überhaupt irgendwas zu machen, weil mir es auch nicht gerade so nach Lachen oder so zumute war. Und so ein ganz die Rede, aber ich will euch nicht die Laune vermiesen. Ich habe jetzt gesagt bekommen, wenn man ja mal nicht gut drauf ist, dann soll man erst recht etwas machen und soll sich nicht ganz vergraben. So, Felix ist weg. Ja, Entschuldigung, Felix, aber deine Commission war trotzdem, ist trotzdem sehr, sehr toll. Ja. Ja, gut. Weiter im Text. Soll man trotzdem weitermachen, habe ich gehört. Und ja, wenigstens ein Video, ein kurzes Video möchte ich euch jetzt hier gönnen. Splatoon spielen mit Freunden. Naja, was heißt Freunde? Bekannte eben. Ne, Spaß beiseite. Es sind ja Kids-Freunde. Ich bin hier nur der Moderator. Oh, der Team-Schock hat mir nichts gebracht. Ronin hat weggekippt. Ja, das ist mal das Spiel. Und ich sehe gerade, ich bin hier direkt auf der Tintenanzeige. Das muss man natürlich ändern. Einen Moment bitte. Ich verziehe mich mal kurz. So. Das ist... Ja, das ist besser. So. Gut. Über 900 Tintenpunkte. Gleich ist die Final Minute angeboren, so weiter im Text. Ja, wie geht's euch so? Ja, frage ich auch immer. Ihr seht heute, das ist ein bisschen verwirrend alles. Versuchen wir uns auf das Spiel zu konzentrieren. Kip hat gleich die 1000 geknackt. Das Spiel ging eigentlich schon viel länger, aber Kip hat vergessen, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Und flatsch. Und dann hat es auch noch Probleme mit Discord gegeben. Was natürlich auch ja, sehr ärgerlich ist. Jetzt werdet ihr euch wundern, man hört aber nur den ollen Flappo hier reden. Naja, wie man die Discord-Diskussion mitschneidet oder mit aufnimmt, das hat Kip auch nicht raus. Genauso wie er noch nicht raus hat, wie er mit das mit Live gehen kann. Aber ihr seid auch so richtig, ja, Aufzeichnungen sind besser als nichts. Und ja, gut. Also, die letzten 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Und haben wir einen Sieg oder einen Lose? Ich habe gar nicht groß aufgepasst. Was sagt der Vizemeister? Ja, das erste Spiel heute in diesem Video. Ein Sieg. Glückwunsch an Kip, Glückwunsch an sein Team. Und er hat seine Standardklamotten an. Warum sage ich das jetzt? Ah, ist egal. Ist auch egal. Kip hat übrigens in Real in einer Box, in einer Kiste, die ganzen Accessoires, wie er auch sein Inkling aussieht. Also sprich dieses Hemd, Gummistiefel und auch Goggles seit neuestem. Wenn ihr wollt, kann er ja mal euch das alles nochmal in Real zeigen. Ich glaube, es gibt sogar schon ein Video darüber. Ist egal. Dieses Jahr ist sehr viel flach gefallen. Er hatte ja vor, auf der Gamescom als Inkling aufzutreten und auch auf der Animagic, der Manga- und Anime-Convention, von First Convention, ganz zu schweigen. Das fällt auch flach. Ist auch alles flach gefallen. Ne? Aber vielleicht. Vielleicht funktioniert wenigstens Silvester, also das ist Silvester, die ganzen Corona-Maßnahmen nicht mehr ganz so streng sind. So, wir sind im, wie heißt das Map nochmal? Perlmutt Akademie. Ja, sieht aus wie so ein Campus, wo irgendwas mit Perlmutt studiert wird. Ja, anscheinend Lieblingsbullywaffe von, wenn ich mich nicht täusche, von Venzio, der Ultra-Stempel. Und zack, schon ist er weg. Wer hat ihn weggesplattet?
Funny Hashtag und dann ein paar Zahlen, hat hier wahrscheinlich einen Discord, der Name des Discord-Servers in den Namen reingeschrieben. Die schießen da momentan wie Pinsel aus dem Boden, Discord-Server und diese Server und das und überall kann man in eine Gruppe rein und mitreden und alles mögliche. Das wird meiner Meinung nach ein bisschen zu inflationär momentan, weil wenn man in so einer Gruppe ist, dann sollte so eine Gruppe auch stabil sein und dann auch etwas dann auch passieren. Na, gib den Krieg, den kriegst du. Na. Er war Flint. Ja, ein ganz sympathischer, also noch mal jung ist, ich sag mal ein junger Mann. Bisher nur seine Stimme gehört. Aber stimmt ganz toll. Es gibt ja, also ich kenne ja noch einen Flint aus dem Fandom, einen Drachen, der Chef von Furvester. Aber ich glaube, das ist nicht der Flint. Das ist ein anderer Flint. So, gleich haben wir die Final Minute. Jetzt wird es Zeit, die Ulti noch einzusetzen. Kipp, ich habe gerade nicht aufgepasst, wie die Freunde von Kipp verteilt sind, ob sie in seinem Team sind oder im anderen Team. Ich soll mal ein bisschen aufpassen, sonst wird das nichts beim Job bei der Sportschau. Ne? Pam und weg. Und wieder von Fanny oder Wanni. Übrigens nicht jemand aus dem Keep Furry Freundschaftsteam. Ich weiß gar nicht, ich werde jetzt einfach mal Keep Team sagen, damit man weiß, was gemeint ist. Ronin ist erledigt. Aha, von Venzio weggeplättet durch einen Disperser 7. Aha. Und Keeps Team ist schon wieder in Gefahr. 7, 6, 5, wird er noch einen Sieg ausreißen können oder war es das 1 und 0 und Ende und wir sehen uns das Endergebnis an. Oh, sehr knapp. Uff. Oh, das tut mir leid. Ach, das ist echt. So, wie ich sehe, war Kip mit Felius im Team und Ron, wenn sie um Flint im Gegnerteam, im Team flauen muss. Ja, also das wollte ich noch erzählen, dass die Battles, die fanden, während die Battles stattfanden, hat Kip mit seinen Kumpels über Discord geplaudert. Und Rolling Venzio, Felix und Flint wurden Zeuge einer der berühmten Wutausbrüche von Kip, weil Kip ist ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Ja, er hätte ihn schon als Kind beim Hau-Mau-Spielen und beim Mensch-Ärger-Spielen sehen sollen. Hui, das ist das Brett aber schön durch die Luft geflogen. Ne? Aber so sind sie nun mal, ne? Wo nicht verlieren können. Ne? Geben aber dann auch nicht auf. Weil der Wahlspruch von Walt Disney einer der ersten großen Vorbilder von Kip, was Zeichnen und Visionen, ja, was Zeichnen angeht, gibt niemals auf, hat er sich zum Wort genommen und er ist ein Kämpfer. Und jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst, wer im Team ist. Aber ich glaube, jetzt sind alle in einem Team und wir sind wieder in der Mut Akademie und jetzt geht's schön pink zur Sache. Pink, pinki. Die Ultra-Waffe ist aufgeladen. Und Cody ist erledigt, der Ultrastempel hat nichts gebracht. Ich bin ein Ultrastempel. Das ist zwar eine sehr. Und Kip ist weg. Das ist eine sehr starke Ulti-Waffe, aber Kip spielt die sehr, sehr ungern, weil sie sehr, seiner Meinung nach, sehr unästhetisch ist. Und meiner Meinung nach auch. Also dieser Ultrastempel, das sieht irgendwie total. Ja. Irgendwie doof aus. Also, oder wird schon wieder gestempelt. Kip legt sich auf die Lauer ein. Koordinierter Angriff hat was gebracht. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass der Stempler weggestempelt wurde. Aber das macht nichts. Es wird fleißig eingefärbt. Die Ulti-Waffe ist gleich da aufgeladen. Und jetzt muss er sie einsetzen. Aber das bringt nichts. Jetzt. Ah doch, Wanni. Ja, Wanni mit dem Discord-Hashtag ist weggesplant. Also. Jetzt habe ich schon wieder, wenn wir bei Discord sind,
Ja, da gab es Probleme mit dem Sprechen. Also, Kip hat alle gehört, bloß er hat, also ihn konnte man nicht hören. Wie sie gesehen hat, im Menü war sein Mikrofon noch gemutet. Wieso auch immer. Ich glaube, das war noch zu den Zeiten, wo er mal, nicht zu den Zeiten, also, wo mal ein Musikquiz auf dem Excel-Server war auf Discord. Und da konnte man froh mitraten und er hat dann noch ein bisschen mitgeplaudert und dann hat er sich gemutet irgendwie und hat das dann vergessen auszuschalten. Und ja, und dann, ja, der Grund war also ganz simpel, aber Kick war da schon völlig im Nerven und das gibt es ja nicht. Die Technik macht einfach nicht, was man will. So, die letzte Minute läuft. Es sieht sehr schlecht für Kicks Klima wieder aus, obwohl er die 1000 erreicht hat. Wer hat ihn? Ah, Wanni. Wanni, Hashtag, bla bla bla. Hat ihn wieder mit diesem ultra hässlichen Ultra-Stempel weggestempelt. Da sind schon wieder ein Stempel unterwegs. Nur, was ist denn los? Ist da irgendwo ein Nest? Da schon wieder. VC-Legend. I am Legend. With Will Smith. Ja, 1200 Fairpunkte erreicht. Also die 1000 hat Kick auf jeden Fall. Aber er wird ständig hier gekillt. Das wird interessant. Wir machen gleich dann mal eine Spielanalyse. Ja, den kriegst du noch. Den kriegst du noch. Stempel. Ja, weggeholt. Ja, Flynn war es. Weg. Und wir gucken uns das Endergebnis an. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je, mine. Das war wohl nix. Satz mit X war wohl nix. Aber immerhin auf Platz 1 mit 1351 Fährpunkten. Nur wird leider nicht die Waffe damit hochgehasselt, sondern down gehasselt. Aber es gibt immerhin Punkte. So. Weiter geht's. Ich habe ja die Discord-Diskussion mit angehört. Oh, Kip wechselt was ein. Raus. Die Gasmaske. Jetzt muss die Gasmaske her. Wenn man so oft verliert, muss die Gasmaske her. Er ist nur kleiner Fisch. Mit dieser Waffe war er übrigens mal beim Hammerei. Und jetzt nur noch kleiner Fisch. Das ist natürlich sehr bitter. Aber jetzt kann nur noch die Gasmaske helfen. Wenn man schon Gummistiefel anhat, muss man auch Gasmaske anziehen. Das ist ja wohl klar. Ich habe ja die Discord-Diskussion ein bisschen mitgehört und auch mein Name ist gefallen. Und es war die Überlegung, der Wunsch oder die Idee da, der Vorschlag, ich könnte auch über Furry-Themen mal reden. Ja, das ist sehr gern. Aber ich soll ein Video über Yiff machen. Und liebe Leute, also Kip hat wirklich eine sehr umfangreiche Sammlung. Für alle, die nicht wissen, was das ist, bitte googeln. Ich werde das jetzt hier nicht erklären. Und ja, einen schönen Gruß an Ronin, wenn ich jetzt da ein Video darüber mache und muss dann GIF auch zeigen. Da versteht YouTube nicht so viel Spaß. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn ihr euch so eine Art Dokumentation vorstellt oder vielleicht dass auch Kip oder Rocket höchstpersönlich mal zu sagen, was ihnen so gefällt oder worauf sie Wert legen oder so. Dann schaut gerne vielleicht entweder auf Rocket Supernovas Kanal vorbei. Da seht ihr den Fusselwaschbär dann in voller Breitseite. Oder ich kann auch ein Video darüber machen. Ich, überlege mir dann noch, schreibt in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet. Apropos Furry, ein Thema. Liegt mir noch auf der Seele und zwar will Rocket, wenn die Euroforen, zurzeit, wenn die Euroforen wäre, so eine Art virtuelle Convention machen. Das bedeutet, ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Also, er hat sowieso Urlaub, wenn die Euroforen wäre, also der Ronin ist weg, weil ja die Euroforen ins Wasser fällt, aber Rocket hat da schon Urlaub. Hat er sich überlegt, er will auf jeden Fall die Eurofroans feiern. Und natürlich sind die Leute hinter Eurofroans e.V. auch dabei, so etwas anzubieten. Die Androcon hat ja auch so etwas angeboten. Ich meine, es gab auch einen Livestream von einer KG Story Hour sogar. Und er ist geladet worden.
ist auch ultra schnell. Pocket hat so etwas Ähnliches vor. Also seid mal gespannt, das wird auch höchstwahrscheinlich auf dem Kanal von Pocket zu Manova dann stattfinden. Und wer weiß, vielleicht auf diesem Kanal wird dann ein Nightstream oder mehrere Nightstreams zum Thema Furry. Lasst euch einfach mal überraschen. Es wäre sehr nice, wenn vielleicht so etwas wie eine Puppet-Show möglich wäre. Puppets hat Rocket ja reichlich, nur eben keine Story. Also ich denke, das wird sehr schön. Dann wurde auch der Wunsch geäußert, mal wieder ein Game weiterzuzocken für den Nightstream, nämlich Ori. Vielleicht hebe ich mir das wirklich auf dann für die Nightstreams bei der virtuellen Euroforums. Weil zur Zeit ist eben wenig Zeit zum Zocken. Aber wenn dann der große Sommerurlaub kommt, dann ist das ja anders. Dann sind ja auch ein paar Nächte. So, und das ist ein Sieg. Jetzt haben wir viel so geredet und haben kaum das Spiel geguckt. Ja, da freuen sie sich. Und oh, Kip auf Platz 2. Hat er einen Konkurrent gefunden? Na gut, Cody ist auf Stufe 189. Das ist natürlich gut, das ist kein Garant, dass man gut ist in einem Spiel. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. So, hier ist mal, ihr habt jetzt gerade gesehen, es wäre jetzt weitergegangen, aber ich mache jetzt hier mal einen Break. Es geht morgen, beziehungsweise morgen im nächsten Video dann weiter, weil, wie gesagt, ich bin heute nicht so in Redelaune. Ich habe jetzt gesagt, eine Runde machen wir, damit ihr was seht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn das Video euch gefallen hat, teilt es mit euren Freunden. Wenn es euch nicht gefallen hat, teilt es mit euren Feinden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt euch gewohnt, bleibt gesund und neugierig und tschüss. Abschalten.